Willkommen zurück zur Folge 158 meines Let's Plays. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es gar nicht. Was habe ich denn so in der Tasche? Das Ding ist schon wieder an. Nicht viel. Der Crafting-Fail in der letzten Folge war natürlich der Brüller. Obwohl, es geht ja noch. Es geht ja noch. Ich habe mir überlegt, wir gehen jetzt mal... Smooth Sandstone? Ey, cool. Wusste ich gar nicht. Wir gehen jetzt mal zur Pyramide. Und machen da ein bisschen was. Brauchen wir da auch Glas? Ich wollte da oben mal... Ja, komm, nehmen wir auch ein bisschen Glas mit. Also, ja, Sand brauchen wir nicht. So. Spitzhacke wäre vielleicht noch ganz angebracht. Eine Schaufel wäre angebracht. Ne, dass wir hier mal wieder was anderes sehen. Gehen wir mal zur Pyramide und machen da den Abgang mal was schön. Und habe ich genug Sticks? Jawohl. Was war denn das hier? So. Nein, den nicht. Da muss es ja auch mal weitergehen, ne? In der Pyramide. Hopp. Hopp. So. So. Und ich denke mal, wir haben auch genug Materialien, um das wenigstens einigermaßen zu verschönern. Ah, Moment. Haben wir eigentlich Obsidian? 3. Das ist nicht viel. Nicht wirklich viel, würde ich mal sagen. Sollen wir die mitnehmen? Ich habe mir nämlich überlegt, ich hatte ja vor, Jack-O-Lanterns hinter das Tor zu machen. Aber das wird nur Jack-O-Lanterns wird ein bisschen kacke aussehen, um es mal auf Deutsch zu sagen. Deswegen habe ich mir überlegt, wir setzen da nur 2 rein, die dann so einen Gast simulieren sollen. Also, ja, als würde der Gast von der anderen Seite des Portals durchgucken. So 2 Stück, so keine Ahnung, einen dahin oder so. Oder einen da und einen da oder so, keine Ahnung. Und der Rest einfach nur was Schwarzes. Schwarzes, wir könnten noch schwarze Wolle nehmen, wir brauchen gar kein Obsidian. Haben wir schwarze Wolle? Ja. Ein Portal hat 6. Nehmen wir die 2 Jack-O-Lanterns. Macht 4, ne? So. Wie das aussieht, weiß ich noch nicht. War nur so eine Überlegung von mir. Dunkel? Nein. Also gehen wir mal rüber. Und dann sind wir auch mal wieder vom Bauernhof was weg, obwohl es da noch was zu tun gibt. Na? Na, Kollege, komm. Ey, Mann, die ballern aber auch, wenn man denen direkt vor der Nase steht. Das ist irre. Komm, sprinte mal. Ist das... Enderman. Diese verdammten kleinen Wichser, guckt euch das an. Der klaut ja uns dann Gravierlöten aus dem Weg. Habe ich natürlich jetzt keinen neuen in der Tasche, um das flicken zu können. Das sind Mistviecher, ehrlich. Ich möchte sie aber auch nicht abschalten. Es gibt ja die Möglichkeit, also zum einen gibt es einen Mod und zum anderen kann man ja, das ist aber hier in der Let's Play Welt gar nicht aktiviert, wenn man Cheaten aktiviert hat, kann man wohl mittlerweile auch Enderman Pickup abschalten. Habe ich mal gelesen, weiß ich nicht, ob es stimmt. Das möchte ich aber gar nicht so wirklich. Oh, da guck mal, da hat er wieder ein Röschen. Hihi. Finde ich immer süß. Sehe ich jetzt zum dritten Mal. Zum zweiten Mal hier im Let's Play und vor kurzem habe ich es auch so gesehen. Ansonsten habe ich das noch nie gesehen. Hier haben wir auch noch Sandstone, jede Menge. Nehmen wir auch mal mit. Da ist noch ein Clean. Wunderbar. Was ich mir auch überlegt habe... Da oben,
Das ist ja ein toter Raum. Da könnten wir noch Türen reinsetzen, dass sich das Dorf noch weiter vergrößern kann. Die sieht man ja nicht. Und das mache ich aber nicht jetzt. Beides nicht jetzt. Das sieht ja ein bisschen komisch aus, ne? Machen diesen Vorbau da, machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Dann ist das zwar wieder symmetrisch, was ich eigentlich nicht wollte, aber ich denke mal, es sieht im Ganzen dann doch besser aus. Obwohl, es geht noch, ne? Könnt ihr ja mal was zu sagen. Aber das ist jetzt so mein Gedanke. So, ja, hier hatten wir schon angefangen wegzuscheffeln, ne? Ja. Ja, hatten wir gemacht. Und hier schauen wir jetzt mal. Hier wollte ich ja Glasdecke reinziehen. Das können wir auch direkt mal machen. Wobei ich mir dann mit den Fackeln nicht mehr sicher bin, wo die dann hinkommen sollen. Oh, fliegt die blöde Fackel da hoch? Das glaube ich jetzt nicht, ne? Da, das ist ja wohl echt der Hammer. Warum ist die jetzt da oben? Ja, wie wir das hier beleuchten jetzt, ist natürlich... Hier sollte ja schon was Licht sein. Das so machen können. Gucken wir mal. Ob mir das wirklich so wirklich gefallen tut, mir das nicht, oh, wenn hier so viele Fackeln hängen. Aber... Wir sollten hier ja schon Spawnen verhindern. Reicht ja schon, dass die Jungs hier reinlaufen können. Wo man sich da vielleicht... weiß ich nicht, ob man da was ändern kann. Gut, eine Fackel ist jetzt nicht übermäßig viel wert, aber ich glaube, wir gehen trotzdem da hoch und holen die. Braucht nur die eine, ne? Hier könnten wir auch mal Spawnen verhindern, indem wir das so machen. Ich habe jetzt kein Glowstone mitgenommen, ne? War natürlich sehr geschickt. Naja, egal. Das nehme ich auch. Das habe ich allerdings schon so ein bisschen angetestet. Wo war denn das jetzt? Orientierungsproblem. Hier. Hier, Sandstone Step. Sandstone Treppen. Eieiei. Hier runter, logischerweise, ja, und von oben auch. Und dann denke ich mir, indirektes Licht. War das jetzt richtig? Habe ich eine Half Slab? Ne, müssen wir mal gucken. Da denke ich mir eine Half Slab hin. Ja, weil so eine Treppe da reinsetzen, das ist ja immer so eine Sache. Ich zeige es jetzt einfach mal. Ja. Jetzt komme ich natürlich nicht da hoch. Ja. Das sieht ja immer... Ne? Das machen viele. Mir gefällt das ja überhaupt nicht. Und das kann man halt umgehen, dass man sowas macht, indem man hier einen Half-Slab reinsetzt. Oh. 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 Hier kriegen wir ja noch richtig viel Sandstone. Mir fällt jetzt hoffentlich nichts auf den Kopf hier. Kann man ja mal ausnutzen, hier noch ein bisschen Sandstone rausholen. Ist ja nicht so, als hätten wir das Zeug im Überfluss. Oh. Ah, okay. Ist noch in Ordnung. Kloppen wir hier noch was raus. Wissen wir auch, wo wir noch was kriegen, wenn wir noch mehr brauchen. Ne? Obwohl, komm, hier hauen wir jetzt erst noch. Hap, hap, hap. So. Ja, übertreiben wollen wir es jetzt nicht. Komm, Licht hat hier nichts spawnt. Und wieder raus hier. Aber wissen wir auf jeden Fall, wo wir noch was herkriegen. Finde ich gut. Aber hier kriegen wir ja jetzt auch noch jede Menge. Ach so.
Ja, okay. War nicht schlecht. Komm, ich gebe den auch noch weg. Zack. Sieht kein Mensch. Fuschen wir uns einen zurecht. Ja, und hier könnten wir zum Beispiel, habe ich jetzt aber nicht mitgebracht, einen Glowstone reinsetzen. Dann würde nämlich nur dieses kleine Eckchen von dem Glowstone sichtbar sein. Das gibt nicht viel Licht, aber es gibt halt, ja, eine gewisse Schummeratmosphäre, sagen wir mal so. Die finde ich ganz reizvoll. Ob das jetzt wirklich toll aussehen wird oder nicht, wird sich dann zeigen. Das weiß ich noch nicht. Ich habe das nur ganz kurz angetestet, ob es überhaupt so funktioniert, wie ich mir das überlegt hatte. Wie es jetzt im Endeffekt aussieht, habe ich nicht getestet. Das sehen wir ja hier. Wenn wir es machen. So. Zack, zack, zack. Hier muss man jetzt mal gucken. Die Wand natürlich Sandstone, ganz klar, keine Frage. Braucht man nicht. Hopp, da kommt auch noch was zum Vorschein, was wir holen können. Was wir uns klauen können. Oh. Ich fürchte, ich reiß gerade draußen ein bisschen die Wüste ab. Ja komm, mehr machen wir nicht. Machen wir wieder zu. So. Zack, zack, zack. Und hier alles schön verkleinern. So, weswegen ich jetzt überhaupt angefangen habe, die Aufnahme zu machen. eigentlich hätte ich noch ein paar Tage Zeit. Ein paar, weiß ich gar nicht wie viel. Ein oder zwei Tage hätte ich eigentlich noch Zeit, bis ich aufnehmen müsste wieder. Aber irgendwie hatte ich gerade mal wieder... Oh, Mist. Ist das der richtige? Ja. Gerade mal wieder so ein kleines Erlebnis auf YouTube. Da habe ich mir gedacht, darüber musst du doch mal was sagen. Und zwar... Ich glaube, ich habe schon mal in der Richtung schon mal was angesprochen. Und zwar, als ich was zu YouTube-Kommentaren, Kommentarniveau und so, ich glaube, das hatte ich schon mal, ne? Aber gerade hatte ich wieder so ein Ding. Ich kann es euch jetzt gar nicht mehr sagen. Ich glaube, unter einem Gronkh-Video. Ist aber auch vollkommen wurscht. Hätte auch sonst irgendwo anders sein können. Da war jemandem aufgefallen... Ja, wir haben heute haben wir Ostersonntag. So, fangen wir von vorne an. Ja, heute ist Ostersonntag, hierbei, während ich diese Aufnahme mache. Und da ist es natürlich logisch und auch sehr schön, dass viel unter Videos steht, frohe Ostern. Ne? Ja, finde ich ganz toll. Und ist ja auch gar nichts gegen zu sagen. Ne? Ganz im Gegenteil, ich finde das super. Und da gab es doch tatsächlich dann jemanden, der so ein frohes Ostern als Spam markiert hat. Da denke ich mir ja schon, WTF, ja, was soll das denn? Das ist aber noch nicht alles, es wird noch besser. Dann hat jemand, wo kommst du denn her, Kollege? Dann hat jemand anders darunter geschrieben, dir auch frohe Ostern. Und war, Mann, da noch einer. Hallo? Eine Party? Noch einer. Kommen die alle her? Ja, hier drin doch nicht gespawnt. Seid ihr von da draußen reingekommen? Das ist ja wohl der Brüller. Oh, ein Enderman. Ach, jetzt haben wir wieder Fire-Aspekt. Nützt uns gar nichts, wenn wir dem jetzt auf die Socken hauen. Zack. Ja, vielleicht haben wir Glück und er kommt nochmal wieder. Jetzt kommt doch noch ein Creeper raus. Na super. Also ich fürchte, wir müssen hier die Tür mal zumachen. Temporär, sonst werden wir hier noch ja, unliebsame Überraschungen kriegen, werden wir hier bauen. So, jetzt habe ich mich aber durch den Driss schon wieder rausgebracht.
Wie gesagt, jemand anders hat dann darunter geschrieben, hier möchte ich übrigens Hubslabs verlinken. Dir auch frohe Ostern und warum ist dein Kommentar als Spam markiert worden? Darunter habe ich dann geschrieben, ja, was glaubst du, warum das markiert wurde als Spam? Das liegt daran, dass es viel zu viele Idioten auf YouTube gibt, die liebgemeinte Kommentare als Spam markieren und irgendwelche Schwachsinnskommentare, wo ich jetzt nicht näher drauf eingehen will, einen Daumen hoch geben. Ja, was glaubt ihr, was darauf jetzt kam?